Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Episode 3 von Let's Play Zurück in die Zukunft. Ich bin gespannt, wie das Ganze weitergeht, weil anscheinend haben wir Docs Leben ganz schön verändert. Dadurch, dass wir Edna und sein altes Ich miteinander verkuppelt haben. Schauen wir uns mal an, wie es weitergeht. Ich habe noch nicht reingeguckt, bin ungespoilert. Lass uns mal starten. Ja, bitte, bitte. Doc. Ganz ruhig. Wir haben alles unter Kontrolle. Wie aus der kaputten Zeitmaschine. Haben wir jetzt hier eine Sprachmemo aus den Lautsprechern gehört? Oder ist unser Doc jetzt zum anderen Doc geworden? Ganz, ganz komische Sache. Kaputter DeLorean. Ja. Keine Sorge, mir geht's gut. Die Werbetafel hat den Sturz abgefangen. Kann ich denn Fenster? Das ist die dümmste Konstruktion aller Zeiten. Kann man das nicht komplett runterfahren irgendwie? Warte mal, was haben wir noch an Gelumpe? Zeitungen? Warum haben wir zwei Zeitungen eigentlich? Achso, nein, ich wollte die angucken, sorry. Irving Kid Tannen. Ich muss das nicht nochmal lesen. Ich hab's erlebt. Hill Valleys Verbrechensrate niedrig wie nie. Kein Witz. Okay, das sind die, die wir schon gelesen haben. Kaputter DeLorean, Werbetafel. Burger Brown? Okay, das ist Doc, aber was zum Teufel ist hier los? Hier ist eine Leiter, muss ich sie irgendwie, delinquente Rockgöre. Hallo? Sie kann mich nicht hören. Kann ich die mit was bewerfen? Zum Beispiel mit dem Flachmann? Sie kann mich nicht hören. Ich muss mich nicht hören, um Schmerz zu spüren. Hier diese Lautsprecher kann ich nicht benutzen. Werbetafel und nur kaputter DeLorean. Ich muss aus dieser Todesfalle raus. Todesfalle, übertreibt man nicht, Hupe? Was zur Hölle? Hey, könntest du mir mal Jennifer? Kann ich einfach mit dir reden? Jennifer, ich brauche etwas Hilfe. Martin, du bist es. Ist das ein DeLorean? Macht das irgendeinen Unterschied? Ja, es ist ein DeLorean. Was sollte es sonst sein? Wie zur Hölle ist er in der Werbetafel gelandet? Vergiss das. Hilf mir einfach, in Ordnung. Und wer sollst du sein? Luke oder Bo? Das ist nicht witzig, Jennifer. Datum, du siehst anders aus. Was machst du? Hilf mir runter. Oh Mann, welcher ist heute? Was? Das sollte ich vielleicht dich fragen. Anscheinend hast du dir den Kopf gestoßen. Sag mir das Datum, Jennifer. Es ist der 15. Das Jahr. 1986. Oh. Oh Mann,
Oh Mann, das kann nicht wahr sein. Jennifer, du siehst anders aus. Darum geht's nun mal, wenn man sich nicht anpassen will. Das meinte ich nicht. Worauf willst du hinaus? Was hast du mit deinem Haar gemacht? Das ist Helter Skelter. Was? Das ist die gleiche Haarfarbe, die ich immer benutze. Helter Skelter. Wenn man da an Charles Manson denkt. Ah. Was ist das für eine Einstellung? Ich werde mich nicht wieder darüber streiten. Wir haben schon darüber gestritten? Ich schätze, du hast den Streit gewonnen. Was hast du an, Jennifer? Du siehst... genervt aus? Gut erkannt, Marty. Nein, wie ein Punk aus. Eine völlig fremde Welt für dich, du Idiot. Was ich von Ihnen komisch finde, sie hat hier oben auch so ein Netzoberteil. Geht das ganze Netz dann über ihren kompletten Oberkörper? Ist das nicht ungemütlich an den Möpsen dann? Weil, ihr wisst schon bestimmt. Egal, ich muss aus dem Auto rauskommen. Gute Idee. Kannst du mir runterhelfen? Warum springst du nicht? Ich brech mir den Hals. Und? Oh, mein Clown gefrühstückt, ha? Huh? So was Brauchbares. Ja, mit ihrem Stock hier, ne? Kannst du mir irgendein Seil zuwerfen? Ah. Ich habe nur dieses rostige Eisendings im Dreck gefunden. Ein Montiereisen? Damit sollte es gehen. Wirf es her. Hey, langsam, Martin. Das ist mein Dingsbums. Was gibst du mir dafür? Was? Was machst du denn da unten? Nicht, dass du das je verstehen würdest, aber ich leiste meinen Beitrag zur Kunst in Hill Valley. Und wie nennt man es wohl, wenn jemand mit einem DeLorean durch eine Werbetafel springen wollte? Woher hast du überhaupt einen DeLorean? Ist er gestohlen? Ach, irgendwie schwer zu erklären. Schon klar. Kann ich bitte das Montiereisen haben? Das Montier-wer? Das große Metallteil in deiner Hand. Ach, richtig. Wenn du mir einen guten Tausch anbietest. Na gut, lass mich mal kurz nachdenken. Überanstreng dich nur nicht, Nerdzilla. Kann ich der Alten, die ist mir irgendwie mega unsympathisch, ne? Kann ich dir einfach den Flachmann geben und Ruhe ist? Jennifer! Das ist alles, was ich habe. Ist da irgendwas drin? Ach, hier. Bah, riecht nach Achselschweiß und Fusel. Irving Kit Tannen? Der Gangster? Wo hast du den Lange her? Lange Geschichte. Kann ich jetzt das Montiereisen haben? Achtung! Danke. Oh, klasse. Was jetzt? Ups. Oh. Als hätte das nicht einfädeln können durch das Fenster. Was Nun, denn da eure los? Dummheit. Meine Pflichten gegenüber der Gesellschaft sind erfüllt. Viel Glück mit dem Auto. Du hast es dem großen Bruder echt gezeigt. Aber glaub nicht, dein Betteln um Aufmerksamkeit ändert was zwischen uns, klar? Ändert was nicht. Hör zu, Jennifer. Ich glaube, wir sollten uns über ein paar Dinge unterhalten. Kannst du mich in die Stadt mitnehmen? Na klar, Martin. Steig ein. Hey, Jennifer, warte! Ich sagte doch, es ist aus, McFly. Ich gehe nie wieder mit so einem Spießer aus. Meine Freundin hält mich für einen Spießer? Mann, kann es noch schlimmer werden. Ich könnte jetzt wirklich Ihre Hilfe gebrauchen. Ganz ruhig. Wir haben alles unter Kontrolle. Überwinde die Mauer nach Hill Valley. Okay. Kann ich irgendwas mit dem Rad machen? Wenigstens funktioniert eins der Hoverräder.
Dann schraub's mal ab. Wir haben doch hier das Dingens noch, ne? Das Bankiereisen. Mach mal weg das Ding. Okay, gut. Das könnte nützlich sein. Denk nach, Marty, denk nach. Kann ich es kurz schließen? Jetzt, nachdem es demontiert ist, sieht es aus, als wären die Stromkabel des Hover-Systems lose. Kann ich es kurz schließen? Jetzt, nachdem es demontiert ist, sieht es aus, als wären die Stromkabel des Hover-Systems lose. Okay, also muss ich irgendwas mit denen noch rumfummeln, aber was? Kann ich das nehmen, um mir eine Anleitung zu holen? Das sollte ich besser ständig bei mir haben. Okay, wenn die lose sind, ist hier drüben ist ja auf dem... Hallo? Achso, er geht ja nicht auf Klicken, sondern ich muss ja links hin. Hier drüben lag doch Haufen Müll. Was ist denn das? Gegensprechanlage, okay. Kann ich hier vielleicht irgend... Hallo? Kann ich hier rein? Kann ich hier hin? Hier ist eine Alpha-Wand. Okay. Er rennt wieder nicht, also ich kann ein bisschen schneller laufen, aber das war's auch. Tod. 15. Mai 1986. Das Datum stimmt, aber... Das ist nicht gut. Kann ich noch was? Ach Mann, jetzt habe ich schon zum zweiten Mal Docs Zeitmaschine zerstört. Man sollte mich einfach nicht mehr an Steuer lassen. Kann ich auch nichts weiter mitnehmen von dem, ne? Das Eisen ist auch weg. Wir gehen mal zu... Ich muss das Rad vom Auto abkriegen, aber ohne Strom läuft das Rad nicht. Deswegen wollte ich gerade zur Gegensprechanlage gehen. Test, Test. 1, 2, 3, 4, check. Wer spricht da? Lassen Sie die Finger von der Sprechanlage! Oh, können Sie mich reinlassen? Besucher müssen sich am Nordtor anmelden. Oh. Nordtor? Ich laufe doch nicht einmal rund um Hill Valley. Es muss einen anderen Weg geben. Wie zur Hölle kommt man da durch? Mhm. Ich muss nochmal gucken. Ich habe das Buch, ich habe ein Bild. Aber ich brauche nicht das Bild. Das ist bestimmt wieder zum Checken bloß. Das sieht dort nicht gut aus. Ja, dachte ich mir schon. Es war bloß ein Test. Das brauchen wir dann wahrscheinlich bloß, um zu gucken, ob Jennifer wieder normal wird. Diese Mauer reicht doch nicht etwa um die ganze Stadt, oder? Wie verbinde ich denn die losen Kabel wieder? Hier hinten komme ich nicht lang. Warte mal, ich guck noch mal schnell, ob ich hier an der Straße noch weiter irgendwo lang gehen kann. Kaputter DeLorean. Das war Batterie. Mr. Fusion? Atomreaktoren reparieren ist nicht wirklich meine Stärke. Vielleicht ist da noch Garantie drauf. Rein theoretisch müsste da noch echt lange Garantie drauf sein. Irgendwo habe ich hier genau Batterie gelesen, wollte ich sagen. 12 Volt. Moment, ist das die Autobatterie? Die wurde sicher 2015 mit dem Fusionsgenerator eingebaut. Hat immer noch eine Menge Saft. Okay, bloß schnell gucken, ob noch... Hier war Mr. Fusion, einfach nur, ob noch irgendwas zu holen ist, aber ich glaube nicht. Okay, dann lasst uns mal die Autobatterie mit dem Rad verbinden. Und dann haben wir ein Hoverboard. Mal sehen. Rot an Minus, Schwarz an Plus. Na super. Okay, Doc. Mal sehen, in was für einer abgedrehten Zeitgeraden ich dieses Mal gelandet bin. Okay, Marty, hab keine Angst. Das ist nur ein paralleles Hill Valley, in dem deine Freundin zu einer Punkrock-Vandalin mutiert ist.
Das heißt nicht, dass es hier postapokalyptische Motorradgangs gibt, die von Biff-Klonen angeführt werden. Atme tief durch und denke daran, dass wir Doc finden müssen. Es ist so sauber. Guten Morgen, Bürger. Ihnen ebenfalls einen guten Morgen, Bürger. Was geht hier vor, Doc? Oh Mann, mein Hill Valley war nie so hübsch. Immer schön aufpassen, Bürger. Entschuldigung. Mr. Parker? Für Sie Officer Parker, Martin. Nun, was soll das Outfit? Es ist Donnerstag. Ja? Poloshirt Donnerstag. Sie tragen keine Uniform. Das ist eine Verletzung der Bürgerverordnung 9EEE. Außerdem tragen Sie Ihre Kennung nicht. Das ist ein direkter Verstoß gegen Verordnung WB714. Was haben Sie vor, Bürger? Poloshirt? Haben Sie einen Sitzen, Bürger? Hände hoch und Beine auseinander! Hey, was tun Sie da? Ruhe! Halten Sie still! Nichts. Was haben Sie heute vor, McFly? Also er sagt, es ist wunderschön und sowas alles. Ich finde, es sieht futuristischer aus als vorher. Aber ich finde, es sieht auch gleichzeitig viel, viel kälter aus, oder? Ich meine, den Park haben sie ja so ein bisschen erhalten, aber irgendwie... Weiß nicht. Wo kann ich Bürger Brown finden? Was soll das abtasten, was mit Jennifer passiert? Seit wann sind sie ein Cop? Was? Er ist doch schon immer ein Cop. Warte mal, weil die Frage so komisch ist, will ich die wissen. Seit wann sind Sie Polizist? Ich dachte, Sie wären Schuhverkäufer. Hast du was genommen? Ich war schon immer Polizist, wie mein Vater. Na toll, ich habe aus Jennifer's Dad einen Cop gemacht. Ist der Polizist aus der vorigen Episode nicht Parker? Vielleicht bin ich gerade auch vollkommen... Ich meine, ich habe das vor ein paar... Minuten, Stunden, was auch immer gespielt. Ich habe von Folge 4 bis jetzt alles am Stück gespielt. Aber vielleicht bin ich auch einfach schon komplett durcheinander. Haben Sie Jennifer gesehen? Was geht dich das an? Sie hat doch mit dir Schluss gemacht. Ja, darüber muss ich mit ihr reden. Viel Glück bei der Suche. Gewöhnlich sehe ich sie nur, wenn sie Strafpunkte für ihre Kunst bekommt. Warum filzen Sie mich? Glauben Sie, ich habe eine Waffe? Waffen, Schmuggelware. Schmuggelware? Du weißt schon. Alkohol, Kippen, Kaugummi, Hunde, Kaugummi Gummibärchen. Komm schon, McFly. Du weißt genau, dass die Unkenntnis der Bürgerverordnung 2XM keine Entschuldigung ist. Können Sie mir sagen, wo ich Doc, Bürger Brown finde? Sicher, dass du ein Einserschüler bist? Was denkst du, wo er um diese Zeit ist? Arbeiten? Genau, er arbeitet im Rathaus. Heftig. Ich muss wieder auf Streife. Wirst du mir heute Ärger machen? Nein. Nein, was? Nein, Sir. Genau, Bürger. Ich find's mega süß. Erkunde dieses schöne neue Hill Valley für eine Doc. Ich find's übelst süß, dass sie Aini oben als Gargoyles, also Gargoyles ist bestimmt der falsche Begriff,
aber das ist das Erste, was mir gerade so eingefallen ist, drauf gemacht haben, das sieht echt putzig aus. Und wie schon gesagt, das hier sieht alles recht futuristisch aus. Sind das hier so Wanted-Poster? Gucken wir uns gleich an. Warten Sie, Bürger. Sie wollen etwas entsorgen? Prüfen Sie, ob Sie das richtige Sammelgefäß verwenden. Hill Valley ist stolz auf sein ausgeklügeltes Mülltrennungssystem. Wie viel Aluminium ist in dieser Dose enthalten? Verwenden Sie dafür stets das blaue Sammelgefäß. Ist das Glas grün, durchsichtig oder braun? Das ist ein Unterschied. Denken Sie daran, dass alle Produktetiketten mit einem Mikrochip ausgestattet sind, um Müllsünder schnell zu finden. Also bei uns ist die blaue Tonne für Papier da. Haben wir eine grüne? Ich glaube, wir haben gar keine grüne. Braun gibt es bei uns. Für Biomüll, wie schon gesagt, blau für Papier. Gelb für gelber Sackmüll halt, ne? Und dann schwarz für Restmüllzeug. Die Kamera folgt uns. Süß irgendwie. Aber wir müssen wahrscheinlich hier in die Gegensprechanlage. Aber ich glaube, dass es nicht funktionieren wird und dass wir uns irgendeinen anderen Weg raussuchen müssen. Aber ich sehe schon wieder, Leute, wir sind schon 20 Minuten drüber. Also wir sind über der 20-Minuten-Grenze, das meinte ich. Deshalb würde ich an der Stelle gerne eine kleine Aufnahmepause machen. Für mich ist jetzt auch Streamzeit. Und vielleicht... Vielleicht habe ich Bock, heute noch ein bisschen weiter aufzunehmen, denn ich muss sagen, es macht mir überraschend viel Spaß. Ich hatte mich ja so lange davor gedrückt, ich hatte zwar auch Bock, aber irgendwie hatte ich Angst, dass es nicht so cool wird und mich enttäuscht und sowas alles. Und ich bin froh, dass ich es heute in Angriff genommen habe und so ein bisschen meine alten Aufnahmeschulden begleiche. Als nächstes wird dann Bioshock aufgenommen, dann The Town of Light kommt auch noch. Und ich glaube, dann bin ich alles durch, was ich unbedingt... in der nächsten Zeit eigentlich rausbringen wollte, beziehungsweise was ich schon mal versucht habe rauszubringen und dann irgendwie nicht geschafft habe. Wie zum Beispiel bei Town of Light, wo meine gesamte Aufnahme einfach komplett im Arsch war. Boah, aber ich brauche euch jetzt nicht vorheulen, liebe Leute. Vielen Dank, dass ihr hier zugeschaut habt. Und wir sehen uns einfach in der nächsten Episode wieder, wenn wir versuchen, in dieses Gebäude reinzukommen, Doc zu finden und zu gucken, wie wir hier Valley wieder irgendwie schön hinbiegen. Bis dann. Tschüss.